So, meine Geister und Geiserinnen, herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play WoW Lex. Ja, WoW Lex, geil, WoW Legion, ja, Prepaid immer noch, WoD eigentlich, ne? Was ist los? Ja, aktuell sind hier die DOS, ne, DDoS und DDO, ne, Attacken, so, aufs Blizzard-Netzwerk, deswegen Spackbettenet und alles ein bisschen rum. Aber langsam darf sie sich wieder einkriegen. Ja, wir sind immer noch in Mardun unterwegs, auf der Suche nach einem Schlüsselstein, der uns und unser Meister Illidan es ermöglicht, die Generäle der Brennenden Legion so ein bisschen down zu handen, auf gut Deutsch gesagt. Ne? Und da wollen wir mal sehen, wie es weitergeht mit unseren Kumpanen hier. Kein Sonnzorn, sondern dann Mondzorn, wenn kein Sonnzorn. Ah, mega Joke, kann nur noch besser werden. Befehle für die Offiziere haben wir erledigt, verleiht mir die Augen. Der Allsicht. Sprecht mit Jace und benutzt dann eure Geistessicht, um die Höhle nach verborgenen Dämonen abzusuchen. Jawohl. Und das ist natürlich sehr schön gemacht, denn zum einen lernen wir die Fähigkeiten hier sehr Tutorial. Es ist Aussprache, ne? What the fuck? Das ist genauso wie dieses Ding Seelensauger nennen. Das ist maximal ein Dildo-Wurm, aber das ist doch kein Seelensauger, ey. Das klingt, weiß ich nicht, wie so ein riesiges Monster, ne? Also zum einen, dass wir die Fähigkeiten hier sehr schön vorgestellt bekommen und zum anderen auch diese Methode mit neuen Fähigkeiten aneignen, indem wir mächtige Dämonen töten. Ja, das ist so ein bisschen sehr schön nahegebrachtes Grundkonzept, meiner Meinung nach. Und wir sehen, wir haben auch von allen Soldaten hier, jawohl, hier sind die Aschenzungen. Alles klar. So, Jace, wir würden uns das gerne anschauen. Irgendetwas stimmt da nicht. Etwas stimmt nicht bei dieser Höhle. Okay, hier wird es schon gemacht. Wir machen mal mit Geistessicht. Bam! Okay, und wir sehen Dämonen. Kleiner Wallhack, der auch im PvP funktionieren müsste. Ne? Relativ interessante Fähigkeit. Wir sehen auch da sogar Schatztruhen. Ne? Also quasi lootbare Objekte, Schätze, die wir dann plündern können. Relativ nette Fähigkeit, wenn man dran denkt. Und wir sollen den guten Teufelslord Kasa bezwingen und seine Teufelskraft absorbieren. Sprich, neue Fähigkeit für uns. So Augenstrahlen hier unserer Mitjäger. Wunderschön inszeniert. Illidari, Angriff! Ja, und ich glaube... Oh, hier ist erstmal die Kiste, sehr schön. Ich glaube, das bringt ja keine EP, nur den Stein, echt, okay. Dass wir hier richtig Dämonen-Hunter-mäßig schon tricksen konnten, wenn ich mich jetzt nicht völlig irre. Wir müssen es nur richtig hinkriegen, ohne dass ich volles Produkt verkacke. Denn wir müssen da ganz hoch. Mal gucken, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Jawohl, Doppelsprung ist eine heftige Fähigkeit. Ja, und da sind wir, lel. Und die alte... Ja, hoppla, mein Freund. Und die Alte, die jetzt vor uns hier rein ist, ihr habt es ja gesehen, die kämpft jetzt außenrum, ne? Und wir so, hihihi, wir töten ihn einfach so. Yeah! Und da kommen unsere Soldaten wieder. Wie auch immer, die es immer schaffen, aus den Schatten zu kommen. Das ist auch eine Fähigkeit, die ich sehr gerne hätte, das muss ich zugeben. Aber die kriegen wir tatsächlich leider nicht selbst. Und da sehen wir jetzt, warum wir die Fähigkeit Glaive werfen bekommen. Der wirft halt auch einfach seine Waffe. Ne? Sprich, der hat eine Menge Kraft, hier so eine heftige Axt zu schleudern. Und wenn wir uns vorstellen, wir als kleine Elfe absorbieren diese Macht jetzt. Und schleudern die quasi dann mit dieser Wucht einem Lehnsherren gleich, könnte man fast sagen, ne? Auf das nächstbeste Ziel. Kann man sich vorstellen, dass das ordentlich reinräumt. Ne? Insofern, wichtiger Anhaltspunkt, den wir mitgenommen haben. Und trägt auch sehr dazu bei, und der gute Fantech hat es letztens angesprochen, beziehungsweise gefragt, wie es denn eigentlich aussieht mit der Stärke der Dämonenjäger. Ja, man muss natürlich sagen, das sind wir allein am Doppelsprung, dadurch, dass die nun mal einen Dämonen in sich aufgenommen haben, sind die natürlich überdurchschnittlich konditioniert, die sind natürlich durchaus stärker und haben auch ansonsten gute Voraussetzungen, hier komplett übermenschlich zu wirken. Ja, aber nun, wer öfter schon mal reingeschaut hat oder in der Lore aktiv ist, der weiß, ich werfe mal den Namen Miril Teufelssturm ins Feld, der ist kein Dämonenjäger, hat aber trotzdem als mächtiger Magier den Schreckenslord, also recht mächtigen Dämonen Khadranatir, absorbiert und in sich gehalten. Und das Problem ist, und das werden wir hier in dieser Zone, glaube ich sogar, in diesem Gebiet zeitnah mitbekommen, diese Dämonen müssen unter Kontrolle gehalten werden. Na, die nimmt man natürlich auf, wenn sie geschwächt sind, klar, aber auch die können, so wie wenn wir sie töten und ihre Seele im Nether sich neu aufbaut, können die natürlich stärker werden und ihre Macht zurückholen. Das heißt, ein Teil dieser übermenschlichen Kraft, die wir dadurch bekommen, müssen wir allein schon aufbringen, um diese Kraft auch zu kontrollieren. Ne? Ist so ein Gegengewicht quasi, wenn man so will. Das heißt, da ist so ein bisschen der Balancing-Schritt, dass man jetzt nicht sagt, okay, wie du das jetzt sagst mit Glaive werfen, müsst ihr eigentlich im PvP, kommen die 40 Allies oder Hordler in unserem Fall ins Alter-Ack. Manchmal Glaive werfen ist da nicht nur so ein Spalt, ne, wie als Todesschwinge ausbricht, sondern die sind auch alle erstmal die nächsten 3 Monate tot, um sich zu regenerieren. Da muss der Geisterheiler erstmal die Körperteile zusammensuchen. Ne? Das ist an sich natürlich richtig, aber dadurch relativiert sich das eben ein bisschen. Und wir können den zwar freilassen, wissen wir durch Metamorphose,
Metamorphose kriegen wir noch als Fähigkeit. Aber das hält sich halt alles im kurzen Zeitrahmen. Ne? Oder wir brauchen dann eben Zeit, selbst zu regenerieren und whatever. Und in dieser Relation muss man das, glaube ich, tatsächlich setzen. Wir sehen ja hier auch zum Beispiel beim guten Sevis, ne, der sich geopfert hat, der steht jetzt als Geist hier rum. Ne? Der braucht auch so ein bisschen Zeit, erstmal auf sich selber klarzukommen. Ne? Und die geben wir ihm. Wir sind ja nett. Jetzt können wir uns ganz auf die Vernichtung der Brutkönigin und ihrer Legionskräfte konzentrieren. Yeah, Level up für uns. Oh, wir kriegen Talent, tatsächlich. Das ist cool. Teufelsmeisterschaft. Erhöht den Schaden von Teufelsrausch. Das ist unser Charge. Um 50%, wenn Teufelsrausch mindestens einem Ziel Schaden zufügt, erzeugen wir Jähzorn, okay? Das ist natürlich interessant, aber das wirklich Interessante ist meiner Meinung nach nicht der Schaden, sondern das Erzeugen von bis zu 25 Jähzorn, wenn man das quasi so bastelt, dass man wirklich an einem Boss-Mob zum Beispiel, wenn man keinen Jähzorn hat, schnell mal hin und her charge, also vor und wieder zur Ausgangsposition, und dann 50 generiert, das reicht der Dicke für einen Augenstrahl zum Beispiel. Könnte interessant werden. Chaos-Spalten fügt einem weiteren Ziel 50% Schaden zu. Okay, und Blinder Jähzorn erhöht die Effektdauer von Augenstrahl um 50%, und das finde ich extrem heftig, weil Augenstrahl ist eine extrem heftige Fähigkeit. Ich meine mich an die Beta zu erinnern, da wurde die Fähigkeit im 100er Bereich hin und her skaliert. Ja, plus 100% Schaden, minus 200% Schaden und solche Sachen. Das heißt, das Ding ist derartig fett, dass wir da uns auf kleinere Prozentzahlen gar nicht einlassen. Und jetzt erhöhen wir ja auch nicht irgendwie um eine Sekunde, sondern um 50%. Also das ist schon... Das kann man mitnehmen, sage ich mal. Ja, wobei das hier alles keine Skill-Empfehlungen sind. Richtig basteln fängt ja erst auf 110 an. Zerstört den Verwüster, die Verwüster der Legion. Erinnert mich sehr an die ernsten Quests auf der Höllenfeuerhalbinsel, wo man hier auch diesen gespaltenen Abgrund hat und dann hier die Klingenwerfer oder eben Kanonen zerstören muss. Untertan unseren Zorn spüren lassen, kriegen wir auch hin. Können wir sie überhaupt besiegen? Na aber, ich bin doch Damiel, was ist los? Und trefft euch mit Corvas Blutdorn am Fäulnishort, das machen wir. Das ist ja nett. Oh, so viele liebe Menschen hier um uns rum, Freunde, unglaublich. So, wir sehen schon hier, ein Stück Dämonenjäger-Gameplay wird uns hier serviert, ne, gucken wir mal. Doch der Mut scheint eure Truppen schon zu verlassen. Ja. Yeah. Ich würde mich ja auf eure Ankunft freuen, wenn ihr nur eine Chance hättet zu überleben. Ja, komm, hier, Chance haben zu überleben, also. So sieht's aus. Selbst von hier oben fühle ich eure Angst. Sagt, habt ihr je daran gedacht, euch uns anzuschließen? Nein! Ah, ich wollte dich retten. Das ist auch Bonus-Zielfortschritt. Ja, anzuschließen, was mit denen los ist, ne? Vor allem... Anführer, meldet euch! Wir sind bei der Seelenmaschine auf heftige Gegenwehr gestoßen. Und darum helfen wir ihnen. Ich stoße hinzu, wenn ihr den Aufseher angreift. So, Freunde, kurz mal die Dialogoption noch ein Stück höher gestellt. Ja, das heißt, alle sind hier bereit und warten auf unser Kommando. Wir sind so ein bisschen jetzt das letzte Bindeglied, was hier durchschlagen muss und dann nochmal direkte Befehle erteilt oder so ein bisschen für Moral sorgt, ne? Und natürlich ist es ein sehr realistischer Move zu sagen, ich spüre Angst bis hier oben, ihr seid chancenlos. Habt ihr Lust, euch uns anzuschließen? Weil wir haben eigentlich gar keine Chance gegen euch und ich rede nur Müll, ne? War so ein bisschen die direkte Übersetzung. Ihr seht auch hier, wie schön auch bei diesen stärkeren Mobs, bei diesen Aufsehern, der verbesserte Augenstrahl hier, guckt mal hier, bam, also zum Questen ist das, glaube ich, eine richtig, richtig fette Sache, muss man an der Stelle so sagen, meiner bescheidenen Meinung nach, ne, ich weiß nicht, wenn man jetzt mehr pullt und dann auf diese Spalten setzt, was da mehrere Ziele trifft, weiß ich nicht, ja, aber Augenstrahl macht man, glaube ich, überhaupt nichts mit falsch, ich weiß nicht, ob es das beste Talent im PvP ist, weil man ist ja schon sehr ortsgebunden, das lässt sich natürlich nicht bestreiten, aber an sich extrem geile Fähigkeit einfach, meiner Meinung nach. Und Dämonenjäger sind teilweise ein wirklich, wirklich sehr, sehr krankes Völkchen. Man muss es so sagen. Ja, das sind überwiegend natürlich, das wissen wir, wow, holy shit, überwiegend Leute. Hier haben wir gerade ein paar Verteidigungsmaßnahmen aktiviert, das wollte ich gar nicht. Die sind nämlich gegen uns, die Maßnahmen. Das sind interessante Typen, ne? Zum Beispiel im Illidan-Buch haben wir zum Beispiel jemanden, der heißt einfach Nadel, ne? Und der hat sich einfach Augen, Mund und alles hat er sich einfach zugenäht. Ne? Und wenn er Langeweile hat, dann nimmt er... Gnadeln, lol, die an seinem Gürtel befestigt sind, schlitzt ihren Arm und trinkt das Blut. Ja, und freut sich dann. Ich sag mal... Werden von einem Grubenlord aufgehalten. Was?
hübsch ist. Unseren Pakt und eilt ihnen zu Hilfe. Jawohl, machen wir. Und netterweise ist dieser Grubenlord auch noch ein Rahmob, ne? Voll nett, Freunde. Voll nett von den Entwicklern für uns. Und tatsächlich ist es so, die Legion zu vernichten. Das ist Liebe, ey, nur liebe Menschen überall. Ne? Also, dass diese Dämonenjäger natürlich auch einen kleinen Knacks bekommen. Ja, wie gesagt, diese dämonische Macht, das ist alles nicht einfach oder selbstverständlich zu handeln. Das muss man tatsächlich loremäßig im Hintergrund oder im Hinterkopf, nicht im Hintergrund, sondern vielmehr, wow, im Hinterkopf behalten. Kann ich jetzt hier fliegen und vielleicht Agro resetten? Nee, kann ich nicht. Oh, ich werde geheilt. Das ist ja lieb. Okay, alles hat hier eine Sprachsequenz, finde ich extrem nice. Ich war extrem traurig und traumatisiert, als der einzige NPC, der in den anfänglichen Prequests keine Stimme hatte, Khadgar war. Also ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und sage, Khadgar ist schon wichtig, oder? Ich denke schon, ich denke schon. So, ins Face. Aktuell die Questreihe stockt ein bisschen. Natürlich, ist klar, wir sind jetzt in der letzten Woche und die Folgequests von allem wäre jetzt eigentlich gewesen, Dalaran eben zu teleportieren zu den neuen Zonen. Ich sag mal so, Überraschung, ja, das Addon ist noch nicht draußen, das geht noch nicht. Ja, und das war vielen irgendwie nicht bewusst und dann standen sie da und dachten, hä, geht's hier jetzt weiter? Ein bisschen unglücklich gemacht, kann man so sagen, glaube ich, momentan. Ne? Waren viele enttäuscht, aber ja, ist halt so. Ja, was soll Blizzard machen? Sollen sie Legion jetzt spontan eine Woche eher releasen? Ja, von mir aus. Zurück in den Kampf. Oh, schön, ja, so viele Redselige, ne? Kann ich mir meinen Redefluss im Legion-Let's-Play dann abgewöhnen, weil alles erzählt hier irgendwas, ne? Unglaublich. Sogar die, das ist sogar so ein NPC, ne? Der Wille der Legion geschehe und tot ist sie in 3 Sekunden, aber sie hatte noch was zu melden, ne? Toll, Freunde. Toll, toll, toll. Wisst ihr, wie man die bei uns nennt? Solche Dämonen, die immer noch was zu melden haben? Ex-Frauen. So sieht das aus. So, ja, retten wir mal. Ich, 0, sinkt der? Sinkt der? Sinkt der? Nein. Dann will ich den jetzt mal retten. Wir konnten ja vorhin den nicht retten. Schaffe ich das so? Ah, Ansporn. Komm schon. Ich sporn dich an, Digga. Ja, so sieht's aus. Vor allem sind die gar nicht verletzt. Ansporn. So, die vorhin ist halt verreckt, ne? Aber ist nicht schlimm. Du hast zwar irgendwie einen offenen Brustkorb und dein Herz quillt langsam raus neben deinen anderen Organen. Ba, 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 ba. Den haben wir auf dem Kopf, Freunde. So sieht das aus. Paramops mitnehmen hier. Was los? Und... ja, ich sporn dich einfach an, so, ne? So wie beim, oh, früher immer Sportfest oder und Ausdauerlauf, ey. Und dann diese ganzen Spasten, keine Ahnung, die so am Rand stehen, du kennst sie nicht, ne? Aber sie haben so dieses Sportsgeistgefühl. Und dann so, yeah, ihr schafft das. Und denkst, oh, fickt euch, Alter. Ab einer bestimmten hohen Klasse haben wir denen das auch einfach gesagt, dann haben sie sich verpisst, ne? Das ist sowas, fuckt mich ab so. Sonst guckt man, man kennt sich halt nicht und man guckt sich halt auch nicht mal mit dem Arsch an, ne? Und dann so irgendwie ein Schulfest und auf einmal alle sind ausgelassen und oh, keine Schule und schön und oh, Zusammenhalt und oh, der ist so weit gesprungen, ist mir doch scheißegal, ob das jetzt, ey, so, so dieses geheuchelte, behinderte, durchschaubare Gehabe, das geht mir extrem auf den Sack und das kann ich gar nicht leiden. Eine weitere Seele für meine Maschine. Was? Das sehe ich ja noch nicht. Ach so, können wir den jetzt schon angreifen? Ach so, ich dachte, ich muss den befreien hier oder so. Oh. Und überschwemmt ihn mit einem Strom an Seelen. Okay, das war nicht mein Plan. Ich dachte, ich muss ihn befreien. Shit, okay. Wir sehen, das Stun hat eine Funktion. Wir haben hier sogar einen kleinen Endkampf, da wir jetzt hier alleine sind, weil das Dämoniger-Startgebiet Überraschung nicht mehr ganz überlastet ist. Nope, wird doch nicht, Digga. Bam, bei Schreckenslords immer ganz gefährlich, diese Aas-Fähigkeiten, diese Fledermäuse, die heilen die. Na, also da muss man immer aufpassen, dass man da entsprechend kickt. Das sind wirklich ganz, ganz unangenehme Zeitgenossen. Und wir sehen, wie wir an dem zu knabbern haben, als der Dämonenjäger, den ich euch eben noch als so unfassbar stark und so weiter verkauft. Aber guck mal, so unfassbar stark, dass der vergisst, die Stoppuhr weiterlaufen zu lassen, ne? Ihr habt bestimmt die ganze Zeit hingeguckt, dachtet, wann merkt das, hehehe, Spaß, ne? Ja, zu Recht habt ihr das so formuliert. Und Teufelsbohrer, eine schöne Kernbohrung durchgeführt. Not bad, hot, hot, wieder nicht epic, ey, ich kotze. Übrigens, Pro-Tipp von mir, Loot auch mal anlegen. Wo war ich denn jetzt? Ja, das ist so ein Schreckenslord, an dem haben wir so zu kauen, ne? Und... muss man sich vorstellen, dass den einige quasi unter Kontrolle halten. Na, natürlich kann man die Macht dann entfesseln, aber es war tatsächlich auch so, um auf Miriel Teufelssturm zurückzukommen, der den Schreckenslord absorbiert hat, der hat dann mit dem gesprochen im Zwiegespräch, ne? Und der Schreckenslord dann immer richtig so dämonisch betörend, ach komm, opfer ein bisschen Leben, entfessle meine Macht, ne? Und wir wissen aus dem Film zum Beispiel, ja, von Medivh, wie diese Teufelsmagie verderben und auch schwächen kann. Ja, und man kriegt die dann nicht mehr raus. Nicht mit Perwoll, nicht mehr mit Spee, mit gar nichts. Ja, es ist höchstens weicher wird, fühlt sich das dann an, aber ganz raus
anderes geht das eben nicht, diese grünen Flecken. Und genau das ist eben das Problem, was man hier dann hat. Ja, und das verzerrt einen dann quasi irgendwann. Das ist so ein Pakt mit einem Dämon, ist weder in Faust noch hier quasi die Endlösung. Na, jetzt habe ich als Deutscher Endlösung gesagt. Jetzt kann ich mir wieder 3 Wochen lang was anhören. Naja, was willst du machen? Ne? Steckst du nicht drin. So, wir haben bis auf die Katapulte, glaube ich, sogar fertig. Zum Fäulnishort. Foliant der Wichtelmutter. Beschafft die Folianten der Dämonengeheimnisse. Ja, schön. Ist auch ein schönes Modell, oder? Guck mal, das ist ja nicht nur so ein richtig dicker Wanz, sondern so richtig Pickel dran. Ne? Ist ja nicht mal ein guter deutscher Wohlstandsbierbauch, ne? So wie das irgendwann sein soll. Ich hoffe, mit 50 habe ich auch so einen richtig saftigen Ranzen, Alter. Dann so einen ganzen Tag schön Strohhut tragen, so einen abgefuckten. Dann einfach so Weste, Lederhose, weißes T-Shirt und schön die Plauze präsentieren, Alter. Mega. Lässigste 50-Jährige ever. Richtig gut. Beschafft die Folianten. Ja, machen wir. Also nicht so. Nicht so. Auf die Titten zum Beispiel kann ich durchaus verzichten. Zumindest bei mir selber. So, dich stört das nicht. Nö, ist ja nur ein grüner Laser, der dich tötet. Ach, kitzelt ein bisschen. So, Frau Blutdorn, kommst du mit oder darf ich das allein? Ich darf alleine. Ach, wirklich? Dankeschön. Ich muss los. Kein verlangt nach mir. Vermutlich braucht er Hilfe beim Töten eines Dämons. Ja, vermutlich braucht er Hilfe beim Töten eines Dämons. Hey, guck mal, Corvus, da ist ein Dämon in meiner Hose. Hahaha. Mehr behinderte Sexwitze über den Mondjäger im nächsten Part, Freunde. Bis dahin, haut rein. Tschüss.